Yo, was geht ab, Leute? Team Bubbles hier. Heute mit einem Review zu dem neuen Heroes Strike Structure Deck, das heute bzw. gestern rausgekommen ist. Kommt drauf an, wann ich das Video hochlade. Ich werde kein Opening dazu machen, weil ich das Deck nicht so gut finde. Aber dazu kommen wir halt später noch. Darum geht es halt in dem ganzen Review. Aber wenn ihr Interesse an dem Ding habt, dann schreibt mich an. Hier unten irgendwo. Oder in die Kommentare. Oder schreibt unsere Facebook-Fanseite an. Weil mein Händler bietet die für 21 Euro an. Also drei Starter. So eins für sechs irgendwas. Falls ihr Interesse habt, dann einfach melden. Ja, das Deck hat, wie ihr sehen könnt, 18 Monster, 16 Zauberfallen und 6 Fallen. Und 5 Fusionen, also gesamt 45 Karten. Also wenn man davon ausgehen würde, dann ist das, glaube ich, das beste Deck aller Zeiten, weil es die meisten Karten bisher hat. Ansonsten fangen wir mal an. Ich habe rechts die vier besten Karten eingeblendet. Also nicht nur die vier besten, sondern auch die vier Karten, für die sich das Deck lohnen würde. Also weswegen man das Deck überhaupt kaufen würde. Das Deck hat natürlich noch ein paar andere gute Karten, aber das sind halt die Karten, weswegen man das Deck überhaupt kauft. Und die anderen sind halt nur Standard. Haben wir als erstes Neos und Avian. Was soll ich dazu sagen? Also zwei Vanilla-Monster. Das Traurige ist, Avian ist der einzige Wind-E-Hero, weil Stratos ja gebannt ist. Das heißt, wenn du irgendwas mit Wind spielen willst, also Great Tornado wie unten, Great Tornado ist drin, oder dieser neue Masked Hero Windtyp da, dann musst du halt Avian spielen. Das ist halt richtig traurig. Dann haben wir Elemental Hero Blade Edge, heißt er, glaube ich. Ja, und Necroshade. Zu den zwei habe ich auch keinen Kommentar, also einfach nur Crap. Dann haben wir Neos Alias, gute Karte, spielt man halt im Hero. Meistens dreimal, also perfekt, wenn ihr euch den Starter dreimal kauft, dann habt ihr den. Das Traurige an Hero ist halt, er ist der drittbeste Hero oder so. Und er ist eigentlich nur ein 1900 Vanilla Monster. Dann haben wir irgend so ein Homunculus Vieh. Erinnert mich an Fullmetal Alchemist, falls ihr den Anime kennt. Falls nicht, schaut ihn euch an, klasse Anime. Die haben ihn wahrscheinlich reingetan wegen seinem Effekt, damit man auf verschiedene Fusionen gehen kann. Problem ist halt nur, dass man meistens nur Miracle Fusion machen will und die Materialien im Grave haben will. Heißt, dass sein Effekt und die Karte an sich selbst einfach nutzlos ist. Dann E-Hero Heat. Ja, zu dem habe ich auch nichts zu sagen. Auch totaler Crap. Dann Wildheart. Der ist jetzt nicht so schlecht, also geht schon. Vor allem ist halt Erde, kannst du Mass Change auf diesen eingehen. Den Mass Hero, den es schon gibt, also. Dann haben wir Ocean. Der ist auch ganz okay, falls sein Effekt durchkommt. Und Wasser ist halt ganz gut für Mass Hero, Acid und Absolute Zero. Dann haben die noch Ornus reingepackt. Hab echt keine Ahnung wieso. Ornus ist keine schlechte Karte, aber hat in dem Deck, glaube ich, einfach nichts zu suchen. Dann haben die noch Woodsman und Waltik. Einfach nur Crap. Dann kommen wir zu der ersten von den guten Karten, die ich rechts habe. Und zwar Shadow Mist. Das ist halt der neue Stratos. Sein Effekt ist, wenn er spezialbeschworen wird, kannst du eine Change Quick Spell Zauberkarte auf die Hand holen. Und wenn er auf den Grave geht, kannst du dir ein Hero Monster auf die Hand holen. Außer ihn selber natürlich. Solider Effekt. Echt gut. Und das ist halt Darkness. Das ist halt eigentlich immer wichtig. Dann haben die einen Summoner Monk in das Deck gepackt. Wahrscheinlich wollten die ein bisschen Combo Wombo mit Shadow Mist machen. Ich glaube, wir wissen alle, dass es nutzlos ist. Und dann haben die noch Bubble Man. Der ist echt gut. Die nächsten drei Karten verwirren mich total. Also ein Grand Maul, ein Trooper und ein geflügelter Kuriboh.
Grand Mole kann man noch irgendwie gebrauchen. Jetzt zu Recht auf 1, aber Trooper. Ich weiß echt nicht, was die mit dem Effekt bewirken wollen in dem Deck. Diesen fucking Kugelbaum haben die wahrscheinlich reingetan, weil im Anime Jaden, den glaube ich immer gesehen hat, diesen Geist von Kugelbaum. Geflügelten Kugelbaum, wenn ich mich richtig erinnere. Hat es schon ewig her, also vielleicht labere ich auch nur Müll. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Einmal Ikor. Gute Karte, Staple in Hero Decks. Also perfekt. Wenn ihr das Deck dreimal kauft, habt ihr dreimal Ikor. Dann A Hero List. Ist glaube ich der erste Reprint, also die Karte gab es davor glaube ich nur Ultra und Ultimate. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die so perfekt für diese Variante des Decks ist. Ist ja perfekt für Bubble Beat oder so. Man kann halt Shadow Mist specialen aus dem Deck und dann Effekt nutzen, aber. Und dann Mass Change oder so holen und dann fusionieren, aber ich weiß nicht, ob Mass Hero so explosiv ist. Ich dachte ja, das wäre Control, aber mal schauen. Dann haben die eine normale Fusion angetan. Ein Reinforcement. Das ist ja jetzt wieder auf 3, also perfekt, wieder wenn ihr euch 3 Starter kauft. Dann haben die ein R, ein O und ein H noch reingetan, also dieses Hero-Ding. Ist ganz lustig, lustiges Gimmick, aber der Shit kann nichts. Dann Miracle Fusion, beste Karte. Dreimal direkt. Wenn ihr euch 3 Starter holt, perfekt. Parallel World Fusion. Die gab es glaube ich davor auch nur Ultra. Also Reprint, aber ist trotzdem Müll. Also ich habe keine Ahnung, wie man gebanishte Heroes haben kann. Außer mit Miracle Fusion. Dann haben wir Hero Mask. Ihr Effekt ist einfach, ich mache minus 1. Das war's. Dann Mass Charge, eine der neuen Karten. Die ist nicht schlecht, also plus 1 macht die. Kannst ein Hero und ein Change Quick Play Spell von deinem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Ist halt zum Beispiel, die nächste Karte ist Warrior Returning Alive. Ist halt wie ein Warrior Returning Alive, nur besser. Dann kannst du halt einfach ein Hero holen und dann direkt Mass Change drauf machen. Dann haben wir Pot Reprint. Pot ist immer solide. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Dann haben wir Maskenwechsel, den normalen. Ich meine im Mask Hero Deck Staple, aber gab es davor auch schon. Als nächstes haben wir wieder eine neue Karte, Form Change. Und ich muss nur den ersten Satz lesen und ich sehe schon, dass das Müll ist. Target One Hero Fusion Monster You Control. Also sehr bedingungsabhängig. Dann die letzte Zauberkarte ist wieder eine der guten Karten, die ich rechts rüber getan habe. Maskenwechsel Nummer 2. Die ist halt gut, weil sie erlaubt, dass man Masken, Heroes oder wie auch immer die heißen, in anderen Decks spielen kann. Zum Beispiel, was ein bisschen gehypt ist, ist Mermel. Kannst du die spielen und dann entweder mit dem Controller auf Darklore gehen oder halt mit den Mermels an sich auf Acid oder halt den Shadowlore und Burning Abyss. Kannst du die reinsplashen und dann auf Darklore gehen. Deswegen eigentlich nur die 2 Karten, also Darklore und Maskenwechsel 2 interessant. Der Rest eigentlich vollkommen unnötig. Außer man will halt komplett Masken Hero spielen. Dann kommen wir zu den Fallen. Ein Heldensignal. Bullshit. Der Rest der Fallen ist ansonsten ganz stabil. Ein BTA, ein Hero Blast, ein Battleguard Howling, ein Compulse und ein Call. Call wahrscheinlich für Shadow Mist. Eigentlich solide Fallen, auch wenn Fallen zurzeit nicht so viel gespielt werden. Dann zu den Fusionen. Wie gesagt, 5 Fusionen, also 5 Karten mehr als sonst in dem Deck. Als erstes haben wir da Contrast Hero Chaos. Auch 2 Masten Heroes. Sprich, am meisten bringt man ihn raus, wenn man 2-mal Maskenwechsel oder so im Spiel aktiviert hat und die halt dann im Grave sind und dann Miracle Fusion macht. Sein Effekt ist, glaube ich, richtig mächtig. Also, falls ich das richtig verstehe, kann man in jeder Runde einmal eine offene Karte wählen und den Effekt negieren bis zum Ende der Runde. Und das ist wahrscheinlich ein Quick Play Effekt, meine ich. Heißt, man kann es unchainen und zum Beispiel Rageki negieren oder sowas. Oder Fire Lake, wenn ich das richtig verstehe. Ansonsten wie
vorhin schon gesagt, diese zwei Windhelden relativ nutzlos, obwohl dieser Hero Mask Hero Kamikaze gar nicht schlecht ist. Kann nicht im Kampf zerstört werden. Dein Gegner kann nur mit einem Monster pro Runde angreifen. Und wenn er ein Monster zerstört und auf den Friedhof schickt, kannst du eine Karte ziehen. 2-7, also eigentlich nicht schlecht. Außer, dass er halt Wind ist und man nicht auf ihn draufkommt. Dann haben wir Licht Mask Hero. Effekt ist relativ schwach, weil Angriffsmodifizierung. Das ist zurzeit halt eigentlich so, als hätte man keinen Effekt, weil Yu-Gi-Oh! Einfach viel zu schnell geworden ist. Und als letzte Karte haben wir die beste Karte aus dem Deck. Masked Hero Darklaw. Die wird sogar das Meta beeinflussen, denke ich mal. Weil man die auch, wie gesagt vorhin, in Burning Abyss und Shadow spielen kann. Und halt einfach mit Maskenwechsel 2 überall rein splashen kann. Also der Effekt ist, jede Karte, die auf den Friedhof geschickt wird, wird stattdessen gebanished. Also ein wandelnder Makro. Und wir wissen, wie gut Makro ist, ist auf 1. Und einmal pro Runde, wenn dein Gegner eine Karte seiner Hand hinzufügen würde vom Main Deck, kannst du eine random Karte von der Hand deines Gegners banishen. 2-4 ATK ist vielleicht ein bisschen wenig, aber ansonsten, wenn du ihn hinlegen kannst und mit bisschen Schutz, dann kann er schon viele Decks stören. Ja, das war das Hero Deck. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, hinterlasst einen Kommentar, liken, subscriben. Ich fand das Deck jetzt nicht so gut, also wie gesagt, nur Darklaw und Massenwechsel 2 kann man gebrauchen. Das kann man sich auch so einzeln kaufen. Und wenn ihr Interesse an einem kompletten Masken-Hero-Deck habt, dann kann man sich's vielleicht kaufen, dreimal. Also wenn ihr Interesse habt, kann ich ein Deck-Profile oder so machen, indem ich versuche, aus 3 Startern den besten Build zu bauen und dann ein paar Spiele damit zock. Oder wir haben uns auch überlegt, vielleicht dann untereinander im Team mit dem Hero-Starter zu spielen. Falls ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten war's das, Leute. Und ciao.